Einen wunderschönen Tag zu einer neuen Folge GTA 5 mit Dalu, Flocke, Julie, Kapuze, Maro, Payne, Alex und Items. Hi, hi. Hallo. 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 Und Kontra. Auch von mir. Da hat jemand ein falsches Auto. Wer? Ja, da rechts. Julie Items oder was? Kann gar nicht sein. Was hast du denn? Hast du einen Mähdrescher genommen oder was? Keine Schafe. Ich weiß nicht, das Auto das nicht ansage. Keine Schafe. Julie, ein Auto ist aber ganz schön schnell. Hey. Oh Gott! Hier vor, oh, Alex, du was ist denn da? Alex, hab ich genau gesehen. Zwei Leute. Alex, du Schwein. Wer? Okay, das ist die Folge raus. Leute! Ich fahr nicht. Okay, das ist jetzt erlaubt, okay. Oh nein, hey, Julie, ich gibt's GTA. Ich wollte gerade sagen, GTA. Ist GTA. Rechts die Straße. Hey! Los, Items, wir sind Cheatpoints. Wir müssen uns boosten. Was ist da links los? Ich werde hier gerade aus weitergefahren. Entschuldigung! Das Spiel sieht sehr schön aus. Julie ist sehr aufgeschlossen. Da fliegt doch ein Auto. Mich hat Übel gegen die Brücke gepfeffert. Du Schwein! Du kleiner Pfeil, du! Ja, gib den Vogel! Wo sind die alle eigentlich jetzt hin? Kaputt, keine Ahnung. Wo sind die hin? Ich hab die gerammt, jetzt sind die nicht mehr da, komisch. Weil sonst hätte er davon fahren. Kapuze hat sich gedreht. Ja, er hat mich gedreht. Ein Pirouette haben wir gemacht. Mein Auto ist ausgegangen. Schöne Ballerina. Wie, dein Auto ist ausgegangen? Kapuze kenn ich überhaupt nicht, dass irgendwie man langsamer wird. Am liebsten ist mir der Schwan. Das ist die geile Kurve. Den kann ich echt gut tanzen. Der sterbende Schwan ist wundervoll. Der ist super. Dramatik. Ja, fast perfekt genommen. Ein kleiner Lackschaden an der Seite. Mit U oder mit A? Ich brauche ein kleines Bussi, von dem am Anfang kriegt. Ja, jetzt ist mein Heck verdreht. Ich will auch einen Bussard. Nicht dein Kopf, oh. Ein Bussel. Oder ein Bussi. Bussel. Ein Bussel. Ein Bussard. Das ist das Ding, was meinst du? Oh, shit. Okay, ich geh noch. Frag mal Jay, was ein Bussard ist. Hast du Verkehr? Oh Gott. nicht angemacht. Ich meine, ich hab schon einen Fußgänger, hab ich gesehen. So ein Tierarzt nicht fragen. Guck mal, dein Blitz von letztes war super. Hey, oh, Tierarzt. Oh Gott, Julie. Ich bin schon wieder, ja. Hä, wer ist hier? Oh Gott, von uns. Alle fahren hinterher. Ich fahre hinterher. Oh, Julie. Warum hast du gerade Julie gefinisht? Nein, Flocke ist doch kein Tier. Hallo, es geht um kleine Kinder und schwange Frauen. Also, wenn das keine Tiere sind. Nein, ich wollte jetzt nicht. Ich muss das tun, damit ich hier nicht gewinne. Rache für Lüderin, Rache für Julie. Ich hatte gar nichts gemacht. Ja, das weiß ich dann. Ich komme um die Ecke, du fährst weiter und lachst, während Julie brennt. Du hast was gemacht. Und wenn du nichts gemacht hast, dann hast du gelacht. Ja. Was ist passiert, Julie? Wer war wieder garstig zu dir? Ach, alle und niemand. Was hast du davon? Ja, ich möchte hier noch so ein paar extra Röntchen drehen. Das macht Spaß hier. Soll Sachsen nicht 2018 wieder bei GTA mitmachen? Muss ja nicht verpassen. Ja, 2018 ist ja noch jung. Ja, ein paar Monate. Boah, nach Umzug wollte er mitmachen. Ah, das ist aber keine Abkürzung. Ich hab den Checkpoint nicht! Oh, es ist so ein fucking Scam, dieses Game. Das hab ich du musst durch den Kreis gehen. Es ist ein Scam vom Map-Ersteller, ist der Checkpoint nicht bis dahin. Und die Dinger hier eigentlich wegfahren? Wer fährt denn da vorne? X-Lia Okundra. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Ich bin eigentlich voll in dich reingebrennt. Das ist schlecht. Gar nicht. Oh shit. Oder oh, das könnte schnell werden. So ganz leicht dämlich und weggefahren. Ah, da vorne die Kurve scheiße. Vor allem, ich hätte einfach einmal um 180 Grad, wieder um 180 Grad. Ich kann jetzt nochmal weiter anschieben dafür. Ja, okay. Muss leider den Checkpoint noch mitnehmen. Wie schnell das Auto ist. Ja, ey. Die Strecke mit Supersportwagen. Meins auch. Und dann, sehr du bist schnell, du. Ja, ich musste den Checkpoint separat einsammeln. Ah. Es gibt doch keine Bitte Buddha keine Menschen. Karambolage, danke. Ja, aber dafür eine Karotte. Buddha-Menschen? Passanten. Fußgänger. Du hast dir deine Karambolage gerade selber karamboliert, ey. Absolut. Karamboliert. Keine Ahnung, das gibt's jetzt. Was ist das für ein Karassol, der ankommt? Dunkelgrünes Böse. Ich würde sagen Karosserie-Karambolage. Ich seh dich, Alter. Wie du Julie, siehst mich. Ich seh dich lass schon. Mich dich spüren. Nein, ich lass dich nicht durch. Mal raus, den Dunkelgrünen. Guck mal. Ich werde... Ich bin eins Mauer. Geh weg. Oh Gott. Nein, ich hab das ist aber eine doofe Kurve, ey. Ach, die Kurve. Ah ja.
Ah, ja, ja. Oh, Alex, was Einmal machst drin? Du? Das sah aber auch gut aus, muss man sagen, ja. Ich wurde rausgekickt. Rechts, ne? Du bist über die Absperrung geflogen. Hey Alex, warst du nicht derjenige, der am Anfang alle Leute rausgehauen hat, inklusive mir? Wer jetzt vor mir ist? Alex, wie weit wolltest du noch nach hinten? Ich glaube, der möchte doch. Du hast mich doch auch rausgehauen. Auf dem will der, okay. Ich war dabei. Ich war vor dir schon rausgehauen. Komm, ich nicht tragen. Was glaubst du, warum? Was glaubst du, warum meine Reifen so eingequetscht sind? Also mein Killcounter hat dich nicht aufgezählt. Ach ja, weil jetzt kommt ja wieder die fiese Kurve. Gleich. Oh, scheiße. Du, die Vorsicht, davor ist die fiese Kurve. Ja, ich bremse. Items, meine Reifen sind im Arsch. Ja, dein Auto gleich auch. Items, mach ihn fertig, auch Items. Items war oh, hier war noch eine Reifen. Da geht's runter. Hab ich gebremst. Warum ist, ein wenig warum ist denn da in der Kurve genau die Stelle frei, wo man durchfahren kann? Ja. Wo ist eigentlich Nils? Nicht da. Ist kaputt. Hörst du den? Hat die mich jetzt echt überholt noch? Studieren? Ja, ist noch wieder Studiumszeit. Studen muss der. Scheiße, das war der falsche Weg. Ja, ich hab's gemerkt. Studen muss beim nächsten Rennen mal ein paar rausrammen am Anfang. Hast du doch gerade schon. Ja, ihr müsst euch vorne rausrammen, damit es spannender wird. Beim zwei Runden sind okay, ne? Haben wir 6 Minuten gedauert. Mach mal lieber Monster Trucks. Nein! Aber nur mit nicht Kollision und Monster Trucks. Ohne Kollision. Monster Trucks ohne Kollision. Das fehlt uns noch. Mindestens 5 Runden. Ja, mindestens. Oder die Strecke mit dem Traktor 10 Runden. Da haben wir unsere 24 Stunden Rennen. Aber mit Verkehr. Fahrrad. Ich warte immer noch. Drauf. Und Regen. Fahrrad. Mit Verkehr und Sterne ich an. Ich will nicht teilnehmen. Regen hat mich lange nicht mehr. Ich will Gewitter haben. Ich mache irgendwann Gewitter. Allein meine 24 Stunden Rennen. Gewitter? Gewitter. Aber ist das nicht ein Sternzeichen? Auf dem Block. Was? Gewitter ist kein Gewitter. Sternzeichen, das war Widder. Gewitter. Hätte man eigentlich genug Sprit? Beim Sternzeichen Gewitter, Aszendent Blitz. Weißt du auch, wer das Gewitter als Sternzeichen aus. Hat? Alle, die am 30. Februar geboren sind. Am 30. Februar? Ja, die am 31. haben noch Aszendent Blitz. Was? Das musst du jetzt erklären. Ich hab schon wieder die beste Runde. Rückwärts gefahren? Boah. Vorsicht. Rein raus. Möchtest du einen Witz erzählen, vielleicht? Nein. Was? Nein? Du solltest vielleicht mal weiter drücken, statt einen Witz zu erzählen. Witzer. Google wirft dem Handy Flachwitze. Ich hab gerade im Witzbuch geschaut. Ja. Damals im Mickey Mouse. Oh, das ist ein Flachwitz für Kapuze. Mach mal jetzt mal deinen Mickey Mouse Witz. Mickey Mouse Heft gab es damals einen tollen Witz, den kenne ich heute noch. Ja? Item für jetzt Auto. Auf. Warte kurz, erst das Auto. Achso. Ach Gott. Ja, da gibt's nicht viel. Spectre. Nur Spectre, nur Spectre. Ohne Custom. Ohne Custom, genau. Ich muss kurz screenshotten, warte. So. Ich habe Spectre. Flachwitze für Kapuze gegoogelt. Kapuze, jetzt dein Witz bitte. Einen tollen Witz vom Mickey Mouse Heft 1999. Welches Auto? Ich hab nicht zugehört. Spectre. Ohne Custom. Okay. Ohne Custom. Spectre. Den kennt aber jeder. Aber das ist so ein toller Witz. Ja? Also, ich erzähle euch das jetzt mal. Das ist ein Vergleichswitz, ja? Oh, oh. So. Also, ein normaler... Was hat ein... Eine Wolke? Was? Eine Wolke, ja? Eine Wolke. Am Himmel, so eine. Ja. Und ein Lehrer, ja? Was haben denn die fahren, gemeinsam? Ne? Heiße Luft. Naja, nein. Wenn sie sich verziehen, wird das ein schöner Tag. Ja? Oh, immer diese Lehrerwitze. Tschüss, Alex. Lehrer sind auch nur Menschen. Ja, Pain ist ein langweiliger Drama, leider. Der ist doch immer so aktuell. Nee, ich hab den Witz von Kapuz zugehört. Der war Ramm ist langweilig, wie du rammst. Den kann man sich merken. Da fallen wir alle vom Stuhl. Bei Familie Monster, ja, hier. Dann, was machst du da? Geh weg. Windschatten. Der ist aber knapper Windschatten. Hilfe! Klatsch ein! Ja, du klatscht auf, Alter. Gute Wahl, Alter. Monster. Was, gute Wahl? Gute Wahl, das Auto. Also, danke, ja, hab ich gern gemacht. Schön. Dann kannst du nochmal den Umberto-Witz kaputt sein. Was macht Kapuze? Wir erzählen bitte nochmal.
Der Umberto. Oh, Moment. Ah, ja. Scheiße, wir gehen da nochmal. Ich bin hier, aber nicht so gut. Ich bin hier. Warte, wie geht der? Ja, nein, nein. Ohne das. Keiner hilft ich ihm. Ich bin bei der. Warte, wie? Mein Name ist Umberto. Ich bin hier, um ihre Tochter zu bumsen. Um was? Ja, jetzt könnte man ein blöder Kerl, ja? Aber wo kommt denn jetzt der Name? Umberto, ja. Um ihre Tochter zu bringen. Weil jetzt hat alles zu dir. Den haben wir für Rainbow Six Scheiße. Den Umberto Witz. Ist der Scheiße. Der ist super lustig, der Umberto Witz. Der ist super. Moment, Peng. Aber Peng, wie kannst du darüber lachen, wenn er ihn noch wieder falsch erzählt? Ich hab ihn richtig erzählt. Ich glaube, er kann ihn gar nicht. Der Name ist Umberto, hier und ihre Tochter zu bumsen. Ich lache nicht viel und deswegen ist es halt. Und dann Umberto, deswegen ist es vorher. In der Rainbow Six Aufnahme habe ich den gecheckt. Ich verstehe den. Hast du Oh, warum? Ich beweg mich nicht. Hä? Ich hab den gecheckt. Kennt keiner auch schon den Trommelwitz? Achso, du hast ihn gecheckt. Nein, der Trommelwitz. Was tust du da? Was? Trommel. Erzähl. Was ist das beste Weihnachtsgeschenk, was es gibt? Eine kaputte Trommel. Unschlagbar. Der Boy. Also wirklich. Ich reiße so einen Schenkeljob voraus, kommt der ihr mit der Trommel ums Eck. Nicht verkacken, ne? Ja, hab ich. Hab ich auch, weil Kunde hat mich gerammt. Alex, jetzt du. Also ich war vorne. Du hast mich gerammt. Du bist aber nach hinten gefahren. Nö. Nö. Wir lachen doch alle. Items, oder so, du, erzähl du. Ich kenne nur einen einzigen Witz und den würde ich jetzt gerade bei GTA 4 mal falsch erzählen, bevor er überhaupt einmal ankommt. Erzähl ihn! Ich bin ja langsam vorne, oder? Ich kenne nur den nur einen Witz. Das war nur mein Highlight der Woche. Was passiert mit Julie? Ich weiß auch nicht. Nur Julie! Den habe ich doch schon mal erzählt, oder nicht? Habe ich den Witz nicht schon mal erzählt? Welchen? Du hast ja noch keinen. Den schlechten mit den Vampiren. Wie geht's? Nee, erzähl. Treffen sich drei Vampire und machen eine Wette, wer am meisten Blut trinken kann. Geht der erste los, kommt zurück mit dem Gesicht voller Blut. Meinen die anderen so, boah, ist das viel Blut, wo hast du das her? Sagt er, gucken wir mal da hinten, da ist eine Wand, seht ihr die? Ja, hinter der Wand ist ein Altenheim, da habe ich einen Rentner ausgetrunken. Boah, krass, okay. Dann geht der zweite los, kommt am nächsten Tag wieder, ist schon relativ der komplette Oberkörper voll mit Blut. Sagen die Leute, boah, krass, ey, wie viel Blut das ist, wo hast du das denn her? Seht ihr die Wand da drüben? Ja, dahinter ist ein Kindergarten, da habe ich 10 Kinder ausgetrunken. Boah, krass. Geht der dritte los, kommt 2 Tage lang nicht wieder, kommt am nächsten Tag dann komplett Blut überströmt wieder. Dann sagen die Leute, boah, Alter, wo hast du das ganze Blut her, krass. Sagen die, ja, seht ihr schon verkackt. Ja, so. Hä? Erzähl! Hallo! Sagt er, seht ihr die Wand dahin? Sagt er, seht ihr die Wand dahin? Ja, ich hab's ja nicht gesehen. Mist, jetzt war gerade der Booster. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ja, die Wand da hin. Ja, und dann war Ende gesehen. Bei mir. Ich hab sie nicht gesehen. Er ist dagegen gerannt. Ach so, weil du dagegen. Oh, Pech. Wow. Du darfst dich heute. Mr. Smiley Pants, ich spiel Schach immer in der Freizeit, aber ein Witz versteht. Der war besser als der Witz davor. Das ist keine Kunst. Ich bin besser als mein Wolkenwitz. Wolkenwitz. Aber die Mickey Mouse Witze sind die Mickey Mouse, der war, das war Programm alles auf WhatsApp. Seiner CD oben. Und die habe ich ah, das war der die Shit, CD. Super viel zu Sachen oben. Nee, echt ein Highlight. Echt ein Highlight. Lachen Sie für kaputt, erster Treffer behindern jetzt. Was ist mit dem? Das habe ich jetzt. Hä? Was passiert? Ja, das war eine weitere Folge. What happened? Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Wir sehen uns mal wieder. Tschüss. Throw your canes up.